Das Thema war konkrete Mittel zum eigenverantwortlichen Studieren. Genau, die Diskussion teilte sich so in zwei Phasen, kann man vielleicht sagen. Eine mit und eine ohne Titus. Und das war aber sehr interessant, weil erstmal haben ganz viele Leute, Dozenten, viele Studenten einfach erzählt, was ihnen im Studium fehlt und was sie brauchen. Und das war dann erstmal natürlich ein wahnsinniger Schwall von verschiedenen Dingen, die einem gefehlt haben, oder verschiedenen Sachen. Okay, da brauchte ich das. Und allgemein kann man sagen, es fehlt einfach an Zeit. Allen Leuten fehlt es in diesem Studium an Zeit. Man hat das Gefühl, man hetzt von einem Lehrinhalt zum nächsten. Es fehlt irgendwie der Moment, wo man das Getane reflektieren kann, wo man das verarbeiten kann. Und dann werden selbst so Freiraumprojekte, so eigene Arbeiten, werden dann auf einmal genau das Gegenteil von dem, nämlich auch nochmal ein zusätzlicher Kreativstress, wenn man keinen Moment hat, darüber nachzudenken oder das Ganze mal reinzukriegen. Und dann, das führt dann sehr schnell zum Kollabieren, zu Krisen. Dann gibt es verschiedene Momente, die irgendwie das Ganze so zusammenhalten. Da möchte ich die Sprecherzieher besonders hervorheben, die an vielen Schulen auch eine therapeutische Funktion ausüben für ihre Studenten und das Ganze irgendwie dann so zusammenhalten und man schon durchs Studium kommt, aber da sehr viel Potenzial ist und ein großer Wunsch ist, einen Raum zu finden, am besten institutionalisiert, in dem diese Reflexion möglich ist. Und dann kam Titus, mit dem das dann auf einmal von einem riesigen Schwall an verschiedenen Dingen konkreter wurde. Jakob? Ja, also ich glaube, ich kann mich meinem Vorredner, lieber Sören, da nur anschließen und sagen, toll, dass du noch dazugekommen bist, weil das war wirklich hilfreich. Wir sind abgekommen vom Thema der Freizeiten, des Freiraums hin zu konkreten Fragen, wie wird unterrichtet? Mit welchen Mitteln wird unterrichtet, mit welchen pädagogischen Maßnahmen wird unterrichtet, haben viel über das Thema schwarze Pädagogik gesprochen, auch sowas wie eine schwarze Pädagogik 2.0, die sich hinter der Fratze der Selbstoptimierung verbirgt, und haben einfach konstatiert, auch aus den Erfahrungen, die wir jetzt in Bochum gemacht haben, dass es hier einen wahnsinnigen Handlungsbedarf gibt oder dass wir einfach merken, dass das Thema sehr, sehr virulent ist. Die Übergriffigkeiten, die passieren, dass du bist schlecht, du bist nicht genug. Woher kommt das? Aus welcher Angst kommt denn das, bitteschön? Also über solche Fragen haben wir gesprochen, natürlich auch festgestellt, dass das kein Thema ist, was sich von jetzt auf hier sofort lösen lässt. Aber es ist vielleicht wichtig, es in der Diskussion zu halten, dass es auch angesprochen wird gegenüber den Hochschulleitungen. Deswegen ist es wunderbar, dass hier gerade ein Draht, ein Kontakt entsteht. Nur so geht's. Und dann kann man halt hoffen, dass es sich über Zeit und über gemeinschaftliches Engagement langsam verbessert. Das war ein wichtiger Punkt, dieses Thema der schwarzen Pädagogik, überschreibe ich jetzt mal so. Ein anderer Punkt, der ähnlich wichtig ist, war die Frage der Konkurrenz. Konkurrenzgefühle bereits früh innerhalb der Schauspielensembles, also auf den Schulen, das Gefühl, ich muss hier irgendwie meinen Stiefel durchziehen, damit ich irgendwie einen Job, irgendwie ein Engagement bekomme, aufgrund irgendeines wusten Nebels an Zahlen, die nicht stimmen, welche Leute jetzt unterkommen und wie nicht und wie stark muss ich jetzt den Ellenbogen eigentlich ausfahren, damit ich hier irgendwas abbekomme vom Kuchen. Alles, und auch da nochmal Titus, vielen Dank für die Aufklärung, weil hier geht es letztlich um Aufklärung, für die konkreten Zahlen, die da nämlich eine komplett andere Sprache sprechen. Natürlich ist das Ergebnis, sind die Verhältnisse nicht toll und könnten besser sein und wir müssen dafür kämpfen, dass sie besser sind, aber sie sind nicht so schlecht, dass es rechtfertigt, dass sich eine Gruppe von 10 Schauspielern vom ersten Tag ihres Studiums in einem Konkurrenzgefühl zueinander begeben muss. Das ist einfach Quatsch, das bringt niemandem was, erschwert allen das Studieren und ist nicht zielführend, schon gar nicht für das Theater, für die Sache, für die man doch vielleicht gemeinsam
einstehen sollte. Also auch hier eine Aufklärung über die Zahlen, über die tatsächlichen Zahlen, über die Fakten, total wichtig, erwünscht, notwendig an den einzelnen Hochschulen durch die jeweiligen Leitungen. Und genau. Was man vielleicht noch sagen kann, dieses Ganze, dieser zweite Teil des Ganzen, der hat in sich, also dieses Verhältnis, man redet mit einem Dozenten, man kann die Probleme, die man so oft bespricht, die man so oft bejammert unter sich, kann man auf einmal klären. Und natürlich ist nichts einfach, natürlich geht nichts schnell, natürlich malen alle Mühlen langsam und natürlich wollen alle nur das Beste. Und das, was es gut und erträglich gemacht hat, war einfach der Kontakt mit einem Dozenten, mit dir, Titus, dass man einfach sagen kann, okay, wir haben dieses Problem, zum Beispiel Zeit, und dann sagst du, ja, hey, wir sehen es genauso, wir sind da voll dran, aber es dauert und es gibt die und die Überlegung. Dann kann ich sagen, okay, das verstehe ich, damit komme ich viel besser klar, als wenn ich da in meiner Ursuppe schwimme und mir irgendwelche Gedanken mache. Und ich finde, das ist so, das macht dieses zweite Thema Transparenz auf, wie wichtig es ist, dass zwischen den Studierenden und den Dozenten ein wirklich enger Draht besteht, dass da möglichst wenig Ängste sind, miteinander in Kontakt zu treten, weil in diesem Kontakt kann man so viel lösen, das glaubt man gar nicht. Und dafür möchten wir uns bedanken. Vielleicht noch ganz zum Schluss, einfach nochmal um das... Das ist tatsächlich das, was wir, und da sind jetzt einfach auch alle eingeladen, die jetzt hier sind, von den Schulen, von der Alanus-Hochschule selbstverständlich, von den staatlichen Schulen, von, egal von welchen Schulen, ist mir wurscht, die alle hier sind. Das ist die Chance, die so eine blöde, kleine, dreckige Untergrundorganisation wie das Junge Ensemble-Netzwerk vollziehen kann, genau diesen Austausch, genau diese Plattform zu schaffen, Informationen zu bündeln, sie weiterzugeben und darüber langfristig was zu erreichen. Nicht durch einfache Antworten, sondern durch einen Kontakt. Und das ist hier heute passiert und darüber freuen wir uns beide, glaube ich, persönlich sehr. Und genau das möchten wir einfach hier jedem nochmal ans Herz legen. Wenn ihr Interesse habt, dann schließt euch dem an, seid dabei, denn es bewirkt ganz konkret was und das hat sich heute wieder bewiesen. Danke.